Klasse. Mit Umsetzung. Hallo und willkommen beim Golfen mit Freude. Erst vor 3 Tagen stand ich noch in Südafrika, genauer gesagt auf dem Simole Golf Club in Neisene, das ist die Gartenroute. Und dort habe ich, was ich glaube, ist ein wichtiges Video gedreht für diesen Schläger vom Boden, für Fairway-Schläger vom Boden. Und wenn du nicht so lange Golf spielst, dann ist es wichtig, dass du schaust, wo du den Boden triffst beim Probeschwung. Weil die Moni war meine Schülerin, ich habe die Runde mit ihr gespielt und sie hatte die Schwierigkeit, dass sie leicht von außen kam mit dem Holz und ihr Eintreffwinkel war einfach zu steil. Der Schläger kam zu sehr von oben in den Boden. Und das ist Gift, wenn man ein langes Holz in der Hand hat. Wenn ich ein Holz in der Hand habe, möchte ich den Ball eher von hinten treffen. Man möchte wirklich den Boden streicheln und möglichst den Boden mit der Sohle des Schläges treffen. Aber was sie machte und was viele Golfer, vor allem Anfängergolfer auf der Welt tun, sie traf den Boden eher mit der vorderen Kante und hat so Slices und getoppte Bälle produziert. So in dem folgenden Video, in dem kurzen Video, zeige ich ihr und dir, dass wenn du einen Probeschwung machst und von außen kommst, wirst du immer merken, dass du eher den Boden links von der Mitte triffst. So, was du tun solltest, bewusst versuchen, früher aufzukommen. Und es ist wirklich nicht schlimm, wenn du den Boden etwas rechts von der Mitte triffst. Hauptsache, du triffst den Boden mit der Sohle des Schläges. Und wenn du das tust, wird der Boden den Schläger nicht bremsen. Du wirst viel besseren Kontakt haben. Und da du dann automatisch besser auf der Ebene bleibst, wenn du den Boden in der Mitte triffst, kommst du mehr von innen, wirst du konstanter mit diesem Schläger spielen. So, viel Spaß beim Schauen. Das war sehr, sehr heiß auf diesem Platz. Das war schon Loch Nummer 15 und die arme Moni hat wirklich toll mitgemacht und einen guten Schlag gemacht. So, viel Spaß. So, ich bin jetzt ganz gemein. Heute war 35 Grad. Die arme Moni muss jetzt Video mit Wohn machen für Golfen mit Freude. Da sind unsere Flightpartner übrigens. Wir spielen zur Mola Gartenroute in der Nähe von Neisner. Und ich habe einen ganz wichtigen Tipp. Es ist wichtig für Moni und es ist wichtig, glaube ich, auch für dich. Okay, so was, worauf Moni achtet, ist, dass sie den Boden in der Mitte der Füße trifft und nicht links. Weil, wenn Moni von außen kommt, mach's einmal vor, wenn sie von außen kommt, trifft sie den Boden zu spät. So, wenn du versuchst, jetzt den Boden etwas früher zu streicheln, ist das eine Hilfe, mir von innen zu kommen. So, ich schlage vor, wenn du merkst, dass dein Schwung zu steil ist, einfach gucken, Beinprobeschwung in der Mitte aufkommen und dann mit Ball das gleiche Gefühl verwenden. Okay, Moni, kein Druck. Klasse. Mit Umsetzung. Also, wenn du merkst, dass du von außen nach innen schwingst, versuch beim Probeschwung den Boden in der Mitte zu streicheln und dann das gleiche mit Ball tun. Das wird auf jeden Fall bei den Fairway-Hölzern und Driver sehr helfen. Tschüss.